Guten Tag. Es rennt. Das ähnlichste Wort im Deutschen, was mit SR anfängt. Es rennt. Stunazucker. Sehr schön. Ja. Wie wir ja beim letzten Mal haben wir ja das Bild hier enthüllt. Also das, woran wir arbeiten. Ich gehe mal davon aus, das ist noch nicht fertig. Junge, jetzt gewittert es aber hier. Mir vibriert der Controller aus der Hand. So. Dann fangen wir jetzt mit dem eigentlichen Spiel an. Es geht halt darum, dass du deine Muse wiederfinden musst. Du bist halt ein Maler hier und dann willst du malen, aber machst es nicht mehr richtig. ja. Das wieder. Souls, so passionate, so talented, and yet they wanted to build something so ordinary. A home, a wife, a family, peaceful life, betrayal of everything that made them both artists, and yet they clung to it. Okay, das scheint wohl die Frado aus dem Leuchtturm zu sein. Miep, 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 miep. Es scheint wohl die Frau aus dem Leuchtturm zu sein, die da Geschichte über uns schreibt. Oh, habe ich denn gerade gehungen? Ja, du Ding. So, dann gehen wir mal da raus und fangen wir mit dem eigentlichen Spiel an, weil jetzt wird es wahrscheinlich ein wenig gruselige. Ja, Layers of Fear. Komm her. Layers of Fear. Gehe ich dir nie. Normalerweise müsste hier die Ingangshalle sind. Ist aber nett. Hat man halt öfters ein Layers of Fear. Gehe ich dir raus, wo du genau weißt, was hier nicht dran ist. Ist was anderes hier nicht dran. Und wenn Layers nicht will, dass du wieder zurückgehst, dann macht es da einfach die Tür zu. Aber all ging die Tür ja automatisch zu. Dann wäre ich eigentlich schon, was da blüht. Was da blüht? Was haben wir denn hier? Merkt euch das Datum. Mind the date. Ah, save the date. Wünschen sich das Vergnügen eurer Gesellschaft zum Feiern ihrer Trauung am Samstag, den 9. Juni, in der St. Lukas-Kapelle um 14 Uhr. Schön, schön. Was leiden da? Ein Zwiebel und irgendwas Grünes. Was wäre das? Gamebuch? Ja. Ja dann. Ja, so viel Auswahl haben wir jetzt halt nicht, ne? Dann werden wir mal da hingehen. Guten Tag. Okay. Die ist wieder automatisch Zugang. Ja. Ah, jetzt ist sogar was. Was haben wir dann da? Das Bildnis des Dorian Gray. Oscar Wilde. Cookie, cookie. Okay. Oh, gleich mal hingesackt. Das lese ich nur, ja. Keine Ahnung, was er mit dem jetzt vorhat. Schön wieder zumachen. Zack. Alter, da rennt's. Oh, da ist schon, das ist schon der ganze Teppich aufgeweicht. Ich glaube, es hackt. Was? Was ist out of reach? Was ist so out of reach? Yes, das. Ja, besser ist das. Ja, das. Moment, es stürmt schon seit Woche und du musst jetzt erst das Fenster zumachen. Alter, der gute Teppich hier. Martha, kommen Sie bitte hoch mit einem Eimer und einem Mop. Es ist hier ein kleines Malheur passiert. Oh, keine Ahnung, haben wir? Wir haben bestimmt so Annie, die Martha heißt, oder? Sehr geehrte Damen und Herren, wir sind hocherfreut, dass Sie unseren bescheidenen Vorschlag angenommen haben. Nach einiger Überlegung, das Datum betreffend, befinden wir als den besten Zeitraum, um die Ausstellung zu eröffnen. Die Vorbereitungen werden ein wenig Zeit in Anspruch nehmen, denn ein Klavier in die Galerie zu bekommen, wird eine Herausforderung sein. Mit freundlichen Grüßen, Thomas Caldwell. In irgendeiner Galerie. Ja, habe ich ja eingesackt. Ah, das ist das Licht. Oh ja, das ist. Jawohl, was gibt's halt zu essen? Obst und Blut. Sehr schön. Boah. Gibt's eigentlich. Ich. Drei Zimmer hintereinander, wo okay, Schnaps drin steht. Also ja, der Mola hat ein Alkoholproblem. Also, ohne Alkohol hat er Problem, mit nicht. So. Aha. Habe ich
gedacht, dass da wieder so Scheiße kommt. Wenn die Tür schon automatisch zugeht. Oh, er hat halt Schlepper. Leider Hammer. Dreck. Er hat mir das Bild da runter. Okay, kann ich da noch mal hin? Ja. Ja, gehe ich halt irgendwo raus und dann ist schon wieder anders da. Weiß schon. Oh, die kenne ich. They don't understand what it takes to make a good painting. The work doesn't start with the brush. Just like family doesn't start with marriage. It starts with canvas. Okay. Das war doch die, wo im Leuchtturm war. Wo so ein bisschen Wackelkontakt hat. So. Oh, da, ach, guck mal, das ist ein Mola. Der hat Benzel in der Hand. Das ist aber nicht sehr, sehr Selbstbildnis. So. Das ist dann schon aus. Ja. Ach, das war das letzte Abendmahl für Arme. Aber für ganz Arme. Ah, das sieht mir nicht so geheuer aus. Huch. Vielleicht erst die Tier in die Hand nehmen und dann wegdrehen. Was gibt's zu lesen? Türmische. Okay. Jetzt komm doch her. Zack. Ich werde nicht übermütig hier. Zack. Ah ja. Der erste Schritt ist der schwerste. I can't remember the last time I wore these. The last time I could move freely. Das ist jetzt, ja, wie gesagt, eigentlich sollte er Holzbay haben. Hat er auch wohl noch im Spiel. Man merkt es halt nur, Nimi. Ich war viel Leid zu genervt an Fun. Im Original ist er halt immer so klack, klack, klack. Ist halt auch gehumpelt im Original. Ja, du konntest dann halt das Headbobbing ausschalten. Kannst du hier in der Option immer noch. Ich hab's jetzt mal angelost, weil so viel ist es eigentlich gar nicht. Hab ich's angelost? Ich weiß nicht. Geh ich nur hier mal gucken. Nicht jetzt, da brauchen wir jetzt. Ich brauche jetzt kein Menü zu sehen hier. Bis ich das nämlich gefunden habe, ja, auf alle Fälle, du hast halt gemerkt, dass er humpelt, ne? Und das geht hier in dem Spiel irgendwie vollkommen unter. Der humpelt halt einfach nicht. Guten Tag. Ja. Jo, lass mich rote zu. Jo. Die automatische Tiere. Das war blöde. Schuh, do. So, was haben wir dann hier Feines? Kann ich da eine Ruhe hinsetzen? Was ist das? Junge, da steht ein Klorollerhalter neben dem Buttplug. Ich weiß nicht, was für Spielchen der da treibt, aber... Ja, okay, das Ende kennt vielleicht Stempelsinn, also so Stempel, Wachs, Stempel, Siegel, Gedönse. Aber was ist das? Das ist doch ein Klorollerhalter, oder? Klorollerhalter und ein Buttplug, auch nicht schlecht. Was war da mal? Da ist doch was, ich sieh's doch. Da ist 100 pro Falltier oder nachher versteckt die Wand, weil ich guck da doch das mal an. Fällt nur noch so ohne so die Schleifspuren auf dem Boden. Gibt's Schleifspuren auf dem Boden? oh, da ist eine Kiste. Ja. Eine verschlossene Kiste. Was hat das gequietscht? Weiß nicht. So, wo waren wir dann? Da waren wir. Buch. Streichhölzer. Komischer Knispel. Oh, das ist aber hübsch. Also so, dass der Bild im Bild und der Typ im Bild macht die Hand. Auf der Rahmen ist eigentlich. Ah, der Bart. Ah, Bart und alles klar. Hat doch gar kein Bart. Du müsst eigentlich Schnurri heißen. Das ist ein Bild. Der Doderkopf.
Moment, das war aber voll nett, ne? Nee, soll das? Okay, die Schuhe stehen immer noch da. Nee. Oh, da kann man durchgehen. Sag doch was. So. Kollege. Verschluss. Okay. Oh, da hängt das Bild schief. Und schon hat die Stiele umgeworfen, alles. Buttplug ist auch weg. Ich will gar nicht wissen, wo der Buttplug ist. Will ich gar nicht wissen. Oder? Ei, guck mal da. Er hat den Schlüssel schön in der Hand. Okay, komisch. Kann ich jetzt da nicht weggehen an die Kiste? Nee, kann ich nicht, weil es die Kiste da eben nicht mehr gibt. Sehr gut. Hat er was gelernt? Was ist das drin? Das Frauenschuh, also mindestens einer. Ja, dann machen wir doch mal auf, ne? Quietsch. Now, a tiny bit to the left. Yes, just like that. Hold that pose. I want to get all those lovely curves just right. I'm not that round. Ne, die Synchro ist scheinbar, also glaube ich mal, immer, ups, darf ich nicht vergessen, ne? Die Synchro ist scheinbar immer noch dieselbe, wie beim Alten, wie beim Original. Aber dadurch, dass du dich jetzt im Spiegel siehst, Quatsch, ist das schon ein bisschen seltsam. Ah, dir geht's so, ich komme nicht mehr hin, richtig. Weil die Stimme von ihm hätte ich halt, deswegen habe ich schon beim Original gemeint, dass der so 55 ist oder so da drum. Und die Frage genauso, hätte ich noch etwas gehobenerem Alter an, mittleren Alters oder wie man das nennt, keine Ahnung, wie man das freundlich ausdrückt. Oh, das kenne ich, das ist glaube ich, der wo eine irgendwo rüberbringt. Der Fehmarn oder so heißt es, glaube ich. Ja, was weiß ich nicht. So. Was ist denn da hin eigentlich los? Was ist denn da eigentlich los? Was tust du so blöd? Okay. Junge, dir fällt der Reis aus der Tasche. Bumm. Also die Ehre. Drinnen hängen. Die Hunde hat Schleppscher. Alle Schlapper. Ah, es hat vielleicht noch keinen Schuh gibt oder was? Der sieht ja genauso kacke aus wie der erste da hin. Und dann wieder Wackelkontakt oder die Lampe. So, leider Bild. Haus. Ah, also, ich muss da so Bildfetze finden oder was scheinbar. Okay, alles klar, machen wir. Das ist dem doppelte Gesicht. Ah, das ist das Bild mit dem Apfel. Das hängt da im Eingangsbereich. Neben dem Pinkelbild. Und das scheint mir ein Leviathan zu sein. Der Fusch. Ist das halt Zung? Oder ist das irgend so Lappe? So, weiter geht's. Ah, so rum geht's auf. Ach, wie sieht's denn da aus? Oben oder so gespeichert. Passiert gleich was Schlimmes. Weiß ich nicht. Was ist das da? Hund? Ein wildes Tier? Wenn wir gerade bei wildes Tier sind, ich kann gar nicht die Tier aufmachen von Schränkchen da unten. Echt mal ein bisschen umgucken. Mir ist schon klar, dass du hin ein kotzender
kotzender Hirsch ist. Aber. So, warte mal, egal. So. Da war ich hier wieder. Ratte oder irgendwie so Scheiß. Jetzt irgendwas geändert. Da hinten steht irgendwas noch auf dem Kamin. Hat sich jetzt irgendwas geändert, dass ich jetzt an dem Ding nur gedreht habe? Nein, ne? Die Lampe ist schief. Ja, jetzt muss ich da drunter gehen, muss ich wieder duschen oder was? Schee hinne in den Nacken hin. Komm, mal machen, oder? Mache mal. Der Schmerz schön den Nacken hin, kurz das hinter der Krach runterlaufen. Du. Mann. War doch ein bisschen kälter, wie gedenkt. Die Sau, ja, da meine Nacke gekotzt. Oh Mann. Schon wieder verschrocken. So geht das so. Ich glaube, ich habe die Musik für alle Gemälde zusammen und will sie dir gerne heute Abend vorspielen. Du wirst es lieben. Oh, das ist die Frage. I think I have the music for all the paintings now. I'm going to play it for you this evening. You're going to love it. Ist doch jetzt ganz andere Stimmgewäst. Wie hoppala. Wie vorhin. Die Box hatte dann not that round. Außer natürlich, er hatte andere Fra gemolt. Nicht seine. Hm? Zwinker, zwinker. Oh, ist so fucking dunkel hier. Ja. Uff, dreckig. Dreckig ist es auch noch. So, dann nochmal. Hopp, komm mal hier. Weg mit dir, ich muss so durch. Zack, du leg dich aufs Bett, mach Schläfchen. So, was gibt's denn hier? Alte Möbel. Oh, Lichtschalter. Okay. Du Maus. Na, komm. Na, kleiner. Ein kleiner Verschreckerle, was haben wir denn hier? It must be sharper. Sharper. Oh, muss schärfer sein. Ah, eingesteckt hier. Boah, ich glaube, ich weiß, wo die Ratte herkommt. Zumindest, wo sie hingehe, weiß ich. Warum muss es dann schärfer sein? Kollege. Und du? Bleibst ruhig, gell? Ist es nicht der Fuzzi von Harry Potter da? Ich hab doch, keine Ahnung, ich hab noch kein kompletter Harry Potter Teil geguckt. Gelesen auch nicht. In irgendeinem habe ich nur längere Zeit hingelesen, also so 30 Seiten. Längere Zeit, naja. Aber ich hab Cold Mirror geguckt auf YouTube. Kann ich nur empfehlen, die hat so 5 Minuten Harry Potter Podcast, oder wie sie es nennt. Wo sie einfach aus dem ersten Harry Potter Film noch immer 5 Minuten vom Film nimmt und dort drüber halt wissenswerte und interessante Sachen und sowas. Und ist meistens auch noch witzig und so. So voll geht halt mal eine Stunde oder so. Und du hast halt gesagt, dass irgend so einer Harry Potter, wohin auf dem Hinterkopf auch noch irgendwie Gesicht hat, dass das eventuell anhand von dem Bild. Weil der hat halt da so Turban-artiges. Ob das ein Turban ist oder ob der einfach nur schlecht geschlafen hat. Egal. Oder nuff. Was gibt's denn da oben Feines? Eine wackelige Lamp. Aha. Na, Ziele, müssen wir nochmal drüber reden, da. Was macht denn der da? Bloß der Donin oder du da hier die Gase? Suckle. Ist aber schon geil, du, geil irgendwie. Aber halt, ja, könnte besser sein. Auf geht's. Ist viel zu leise, erstmal muss ich gucken, dass da irgendwie einer ist. Jumpscares sollte es nicht wirklich gewinnt im Spiel. Es ist mehr so auf Grusel anstatt auf Schockeffekte und sowas ausgelegt. Was nicht heißt, dass es keine gibt, wie man ja gerade gesehen hat. Wenn man so doof ist wie ich so. Hey, entschuldige, dass ich eine Weile nicht geschrieben habe. Ich bin mit Arbeit überschwemmt worden. Ich muss dir sagen, dein letzter Brief war, gelinde gesagt, beunruhigend. Ich kann einfach nicht glauben, dass sie deine alten Gemälde in Brand gesetzt haben.
Moment, was habe ich doch gerade gelesen? Ich kann einfach nicht glauben, dass sie deine alten Gemälde in Brand setzen würde. Warum sollte sie das tun? Vor allem The Lady in Black, das war dein Tribut an sie, oder nicht? Ich weiß nicht, was ich dir raten soll, außer ihr schnell professionelle Hilfe zu besorgen. Du könntest es wahrscheinlich auch gebrauchen, mit jemandem zu reden. Nach allem, was passiert ist, bin ich sicher, dass es dir gut tun würde. Ich muss dir vermutlich nicht sagen, dass der Käufer von der Nachricht sehr enttäuscht war. Die neuen Werke verkaufen sich einfach nicht so gut wie die Klassiker. Ich werde jedenfalls weitersuchen. Sorry. Bleib einfach dran und konzentriere dich auf deine Arbeit. Ich weiß, dass du es immer noch drauf hast. Ich glaube an dich. Dein Freundenagent Thomas Caldwell. Mach ich nicht. Mach ich nicht. Mach ich nicht. Mach ich nicht. Ja. Mach ich halt nicht, ne? Stattdessen schmeiße ich Rotweinflasche auf die Rote. Was ist der Hebel? Boah, es ist eine geheime Tür. Ist das eine geheime Tür? Jetzt. Jawoll. Ein geheimes Dädel. Geh ich jetzt wieder zu? Was? Du kannst sie nicht bekämpfen. Dich brechen, zerbrechen. Du kannst nicht gegen sie ankämpfen. Aha. Da ist er wieder. Kuckuck. Mach nur mal den Trick von Freund. Oder so was. Musst du doch zukommen. Was war das? Ich werde dich zerbrechen. Komm, wir gehen mal in die Dir, wo nichts drauf steht. Nee, geh mal nicht. Was ist du pusht mit dem Raum? Ja. Tür auf, Moment, ich muss zu machen. Oder geht's von alleine zu? Zum Glück habe ich es nicht gesehen. Du bleibst doch hier nicht kritisch. Schau das jetzt schon, hey. Blöde Ratte. So falten dort Buch aus der Wand. Mann! Ich will immer. Hey, scheiße Horror und sowas. Warte, Ratte rumrennen, das ist so schlimm. Mann, ey. Das ist schlimm, schlimm für mich. Boah, wir haben noch zwei Katzen, ne? Annie, wo Gräser ist. Also zwei Mädchen. Aber Annie ist halt Gräser, das ist quasi so die Muschelkatz damals. Oder ist es wieder so ein Fotoding? Die Muschelkatz, ne? Und die Anna ist eher zierlicher, ne? Und ausgerechnet die, wo ein bisschen zierlicher ist, ne? Die ist mo. Okay. Die ist mo im Summarinkum. Ah, das ist wahrscheinlich so Zahlecode oder so. Ja, guck mal, also eins davon ist mo auf 4, ne? So. Annie die Fun ist mal im Sommer, das Fenster war auf, ne? Also es wurde einfach wo drin raushupsen kann, wenn sie das will. Und ist er hinkommen und hat ein Rat in die Gosch gehabt. Wir wohnen halt direkt am Waldrand. Was weiß ich, wo sie die her hat, ne? Ein Rat. Die Rat war fast gräser wie die Katz, hat sie in die Gosch gehabt. Und die rennt halt das Fenster, will gerade drin hupsen und mir huckt auf die Couch und sieht's und sah dann so, nee, raus, raus, Kami, raus! Und vor lauter Schreck hat sie die Gosch aufgemacht. Ey, dann ist die Rat bei uns rumgerannt, hat sich natürlich irgendwo welche so versteckelt. Die Katz rumgerannt, die Rat rumgerannt. Alter Schwede, dass ich mich nicht auf dich gestellt habe, gekriegt wie Mädchen war gerade alles. Habe ich natürlich das gemacht, was jeder. Habe ich natürlich das gemacht, was jeder gute Mann machen wird. Ich habe mich auf die Couch geguckt, die Bäh hoch und habe zu einer Freundin gesagt, mach die Rat raus. Oh, das ist so schlimm, ey. Ja, dann haben wir. Ah ja, doch. Wie? Wo denn die Flammen? Der Standard-Gainer. Dann haben wir halt. Also ich habe natürlich keine Schuhe, angezogen. Und haben halt die. Da fließt die jetzt da. Ja. Ah, das ist ein Neuner, okay. Und haben halt die Rat gesucht, sowas. Wir haben es aber nicht mehr gefunden. Die war halt einfach nicht mehr da.
Ja, scheiße. Haben wir jetzt gerade im Haus, wir haben alle Tiere aufgemacht, Wohnzimmer, Haustier, Balkontür und sowas. Haben mal alle Tiere aufgemacht, damit die Ratte eventuell rausrennen kann oder so, ne? Und dann haben wir die Katze drauf angesetzt. Hier, such die Ratte, such die Ratte. Nö, es war er wohl. 6, 9. Don't be scared. It's just a book. No matter what we did, the fireplace just wasn't enough to warm this room. Junge, das Buch hat gerade in der Luft geschwebt. Soll ich nicht Angst kriegen? Ich glaube, es hackt. Ja, wo war ich? Ah ja, die blöde Ratte haben wir halt nämlich gefunden, ne? Es war voll kacke und irgendwann war halt ruhig, so. Die Katz dann auch ruhig so und dann so, ja, okay, die wird wohl rausgegangen sind oder so, ne? Ich hab mich aber, ich meine, wir haben dann noch Stunden gehuckt, ne? Ich hab mich nicht getraut, die Fies auf die Bude zu stellen, weil ich so Angst hatte von der Scheißratte. Irgendwann haben wir festgestellt, die Ratte ist noch do. Die huckt hinterm Fernsehschrank. 4, 9, 6. Die huckt hinterm Fernsehschrank. Und, naja, ne? Jetzt haben wir den Fernsehschrank. Das ist so ein massives Holzding, weißt du? Ne, das war's nicht. Aber wir sind 694, oder? Und dann haben wir den Fernsehschrank rumgerickt. 9 haben wir gesagt, ey. 694, gell? Ja, das war's. Und dann haben wir den Fernsehschrank rumgerickt und bewaffnet. Ob es was zu lesen gibt. Oh, Schlüssel gibt's. Okay, der mit. War die Lampe doch schon vorhin? Voll schön. Oh, die Lichtstrahle da. War das vorhin schon so? Ne, oder? Also wandern habe ich es nicht gesehen. Seltsam. Ja, bewaffnet mit so Barbierkörbe. Welche? So kleine Draht, Metall, Papierkörbe, sowas. Hat sich dann halt. Die Freundin, ich habe mich nicht getraut, hat sich vorne an die Stelle gestellt. Wir haben dann an einer Seite den Schrank weggerückt, den Fernsehschrank, weil er halt da sau schwer war. Also nur an einer Seite, sodass sie nur vorne abhauen kann. Und hinten haben wir an die Wand gelassen. Und ich habe dann hinten mit dem Bäsestiel gestanden, mit dem Bäse, und habe dann versucht, so die blöde Ratte. Wir haben sich alle hoher in alle Richtungen gestellt. Wir haben sich hoher gestellt, ich kann das sagen. Da habe ich schon 20 Jahre kein hoher mehr, da haben sich die hoher gestellt. Und dann habe ich dann irgendwie die Ratte haben wir dann irgendwie in. This is fine. This is good. These are great conditions. I can finish it. I can. I will. I need to. For all our sakes. For our family. For a family? Or just for you? Go on. Tip the scales. Ja, ist wieder zu. Ja, mir haben sie dann die Maus, die Rat wie gesagt, mit dem Barbierkorb, Gedönse da. Ich hab sie hingetrippt, die Freundin hat die, der Barbier-Elmer vorne so gehoppt, dass die Rat halt hinläuft. Und dann haben wir wie man so Spinn fängt mit dem Glas und dem Pappendeckel, welche. So haben wir das halt mit dem Barbier-Elmer gemacht. Und dem Holzbrett, wo wir das so vorne dran gemacht haben. Und dann haben wir die Rat halt irgendwann gehabt und haben uns halt ins Auto uns hingehuckt und sind 2 Kilometer den Bärchen aufgefahren, oben in den Wald, also extra noch der Eimer ein bisschen im Kreis gedreht, dass er nicht mehr zurückfindet. Und haben dann die Rad springen gelassen im Wald. Also nicht direkt neben dem Haus im Wald, das wäre doof gewesen, sondern halt Kilometer weiter der Bärchen auf. Ja, haben wir die blöde Rad springen gelassen. Hey, das war das Schlimmste, was man, die Kami, also die eine Katze, das war das Schlimmste, was man je angetan hat. Rat. Ja, dann bringt sie mal Mäuse oder Siebenschläfer oder wie die kleinen Dinger du hast, wo sie als Arsch schleppt. Eidechse, ja, im Sommer. So viele Eidechse. Zwei Stiel. So viele Eidechse schleppt sie auch. Und natürlich, genauso wie man all die Katze damals, schläft sie rin.
Grüne nehmen. Weil der Grüne nämlich schaukelt, der Rote nicht. Ja, die schläft dann halt Eidechserin. Was soll ich denn jetzt hier gehen? Die schläft dann halt Eidechserin, dann warte, bis die Eidechse den Schwanz abwirft und dann ist die Eidechse scheißegal. Dann kann die Eidechse wieder wegrennen. Und dann freut sie sich, dass so Schwanz auf dem Boden leid und zattelt. Und dann freut sie sich und hupst dann drauf rum und was weiß ich was. Komische. The green of her eyes, the red of my paint. Ja, das ist komische Kamilein. So ist es. Hier steht ein Haus auf dem Boden. Dann gehen wir zum Grüne. Weil die Grüne wackelt. Rot ist eigentlich meine Lieblingsfarbe, aber der Grüne wackelt halt, ne? Was ist das da? Ah, ein Blimmelsch da vorne dran, da hat irgendjemand gekritzelt. Gekritzelt hat da jemand. Oh, ho, 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 da wäre der Papa Bees. Ich will einfach kritzeln. So. Okay. Was ist das? Grüner Spichel oder was? Okay. Also ich habe mich jetzt also entscheiden müssen. Grün oder rot? Das Grüne in ihre Augen, das Rote von der Farbe. Oh, komisch, ich habe mich völlig frei entschied, unwissentlich. Oh, das Hochzeitsbild von uns. Zack, ingesteckt. Ja, wenn ich das. Was ist das da? Also die. Ist das ein geätzt oder was? Guck mal, das ist Bauernmalerei. Das ist doch so ein hässlicher Troll. Oder soll das scharf sein? Naja, okay. Ich habe mich also fürs Grün ihrer Augen entschieden. Dahin ist es nicht zufällig noch, dass ich das andere Google kennt. Kann ich ja nochmal gucken. Hallo? Ne. Geht nicht. Okay. Ja. So, so ist das mit unserer Katze. Aha, dann schroh dazu. Ew. Shapeless Dreams. Hieß so nicht irgendwie die quasi Erweiterung von Silent Hill 2, wo es für die Xbox gibt hat. Hieß glaube ich Restless Dreams. Restless Dreams. I see this town. Silent Hill. Jo, komm. Wieso probiere ich überhaupt noch? Was geht ab? Ja, schon, ne? Schüttelt am Baum. Dann muss ich aufheben. Ist das? Ist das meine Frau oder ist das Tochter oder was? Keine Ahnung. Ja, die muss man schon aufmachen. Mann. Ich wollte doch sagen, wie schön, dass du Mole kannst. Blimmelchen und so. Ja, gut. Dann heil halt weiter. I had the most beautiful dream last night. I dreamt he came to me, embraced me, loved me, as he once did. But we both know that while I dreamed my silly little dream, it was you. It was you he really lusted for. Der steht über André, nicht auf seine Frau. Das würde vielleicht. Sorry. Das würde vielleicht erklären, da war ja ein Brief, wahrscheinlich von der Frau, wo er schon hat. Du hast versprochen, du wolltest hier. Mit mir, du wolltest mich erkennen, wie die Bibel sagt. Und aber gleichzeitig hat er ein Foto gehabt und es war eine andere Frau, stimmt, die war deutlich älter, wo er gesagt hat: Hier, oh, deine Rundung, weißt du so. Ich glaube, dass das eine ganz andere Frau ist. Weil die mit der Rundung, das war eine deutlich ältere Stimme, Frau-Stimme. Die macht dich kaputt, Alter. Die macht dich kaputt. Meine Liebe.
Ich denke, wir sollten die Toccata auslassen. Die Leute werden sich auf nichts anderes als seine Musik konzentrieren können. Immerhin geht es um unsere Familie, um uns beide. Ich bin mir sicher, Thomas wird mir da zustimmen. Thomas ist übrigens der Gönner, sag ich mal, wo er am Anfang gesagt hat, wo er cut hat. Thomas Caldwell oder sowas, glaube ich. Oder war das der mit Brick? Irgendwie sowas. Was er gegangen hat, hält mich zurück. Hält mich fest. Wieder das Abbild. Macht mich wieder kaputt. Na, ist jetzt. Also, Leute, was dran. Vereinen Sie sich wieder mit Ihrem Partner. Bauen Sie Ihre Beziehung wieder auf. Entdecken Sie die Freuden Ihrer Ehe wieder neu. Lassen Sie die Flamme wieder aufleben. Ist das so weit? Keine Sorge, Sie sind nicht allein. Perfekte Beziehungen mögen großartig auf der Kinoleinwand aussehen, aber der Rest von uns Sterblichen muss diese einfache Wahrheit begreifen. Niemand ist perfekt. Außer ich. Und wissen Sie was? Das ist auch gut so. In Wirklichkeit haben viele sich liebende Paare ein Problem mit dem täglichen Zusammenleben in einer Beziehung. Das macht sie nicht weniger besonders. Es bedarf nur einer Menge Arbeit und wir sind da, um zu helfen. Unsere Berater, ausgebildete Experten auf ihrem Gebiet, werden Ihnen dabei helfen, die Ursachen Ihrer Probleme zu identifizieren und mit ihnen in ihrem eigenen Tempo umzugehen. Ob es sich einfach nur um Kommunikationsprobleme, um finanzielle Sorgen oder sich entgegenstehende Persönlichkeiten handelt, wo es ein Problem gibt, gibt es auch immer eine Lösung. Und denken Sie dran, es ist nie zu spät. Ja, da... Die Alt will knattere und er hat keinen Bock. So sieht's aus, jetzt ist es raus. Brauch nicht zu heilen, nur weil ich mal die Wahrheit gesagt habe. Sie ist halt so. Kann ich mich doch hinlassen? Vielleicht hätte ich jetzt gerade, aber pff. Du nicht willst, ne? Leid ich nicht an mir, du willst schon nicht. Stattdessen gucke ich mal dieses lustvolle Kinderpimmelbild an. Nochmal das wieder führen. Für ein Geräusch. So. Ich häng schon wieder irgendwo fest. Okay, sie wird mich also zerbrechen, sah da. Zack. Und die Tür wieder zu. Jo, komm ich nicht mehr raus. Jawohl, jawohl, jawohl. So, was haben wir dann Feines? So, irgendwo. Wieder ein Lichtschalter oder so. Das ist der Nachtmahr. Keine Ahnung, aber die das erstecht. Erstecht sie? Ist das Othello? Nee. So, hier ist der. Doch, ist er, glaube ich, nicht schwarz genug. Keine Ahnung, warum ich das so mal entdeckt habe. Vielleicht habe ich nur irgendwo gelesen. Ja. Also, gelesen, dass das Bild so heiß. Othello gelesen habe ich. Unglaublich, ich weiß. Eines meiner Lieblings-Shakespeare-Dinger. Ich habe jetzt nicht so der Shakespeare-Connoisseur, aber ja, ein paar habe ich halt doch gelesen. Die meisten halt so mit 20, 25 dort rum, sowas, einfach aus purer Langeweile, weil sie halt günstig waren. die Reklam-Edition, weißt du, die gelben Bichelschatten, die sind halt einfach sackgünstig. Und wenn du was zu lesen brauchst, alles klar. Gehst du hier, schon die scheiß Dinger. Ja. Okay, wo putzt er dann hin? Okay, da gibt's genau ein Bild. Ob es da noch irgendwie was Cooles gibt. Na du. Okay, die Farbe hier. So. Ah, gucke, gucke! Das ist wie bei Hellblade! Oh. Ich kann jetzt auch nicht durchgehen, oder? Ah, das ist wie bei Hellblade. Gab's doch auch, der Schnurri. Der Schnurri hat doch auch, der hat immer so. Ah, warte mal, da ist wieder eins, gell? Ja. Der hat auch so, so Portale gehabt. Da hast du dann durchgucken gemisst.
Sorry. Das ist doch dir. Ja, jetzt ist es doch geblieben. Er hat also Portale gehabt, du hast Dolchhube gemissen, hat sich irgendwas geändert. Mauerhikum oder Mauerweggang oder irgendwie sowas. Und. Okay, ist schon noch ein bisschen weitermachen. Ja, wo waren wir? Im Schnurri, ah ja, der Schnurri. Der hat so dann so Portale gehabt. Hast du durchgemissen, um das dann aber zu ändern, hast du halt auch durchgemissen. Wenn du dann da wieder drauf vorbeigegangen bist, hat sich nichts geändert. Was ist denn eigentlich mit dir? Du Aff, wo ist denn eigentlich dein blöder Kopf? Hast du eine verloren oder was? Ja. So, wie geht's denn weiter? Das bin ich. Das geht halt nicht, ne? Also, wo hänge ich denn jetzt schon wieder? Ah, da ist eine Poste! Da sehe ich halt, ne? Ah, hat doch geklappt. Junge. Ah ja, da guck. Das Schlüssel. Jawohl, ja. Will this storm ever run out of rain? Das Dach repariere, echt jetzt. Guck mal, du hast die Bilder noch so saudumm. Ich soll das Dach reparieren und nicht ausstoppen die Löcher mit alten Bildern oder was? Jawohl, Schäfs, Laminat, ajo. Guck mal, es geht doch alles kaputt. Guck mal, das ist jetzt schon ganz aufgeschwemmt. Ach man, ey. Ich hatte schon 100 Mal gesagt, aber ihr hört nur nicht auf mich. Ich geh jetzt, das sieht mir jetzt doof. So. Naja, gehst du automatisch zu? Ja, geht so. Komm, ich probier's erst gar nicht. Oh, gibt's ein bisschen was Gemüse? So. Gibt's Kohl und. Was ist das da? Soll das Apfel sein oder was? Ich kann da Nektarinen. Oh, Leute, schönes Brot. Oh, das sieht gut aus. Ist schon egal, ja, guck. Ich tippe auf Weizenmisch von der Farbe her. Ist freigeschoben. Ja, es. Hat schon mal besser ausgesehen. Also es ist nicht schick geschnitten, es ist ungleichmäßig aufgeplatzt, es ist nicht gut rund gemacht, aber grundsätzlich sieht es eigentlich schon sehr lecker aus. Also ich muss essen. Ja. Falls na ich übrigens froh, warum ich die ganze Zeit so saublöde rum. Genau, Moment, lass mich mal kurz husten. Warum ich die ganze Zeit so rumhüstel. Ich bin hysterisch. Ich soll hysterisch sein. Hysterisch, okay. Nee, wir haben ja neben dran das alte Schulhaus und die haben sich Holzschnipselheizung oder so oder Holzschnipsel irgendwas haben sie sich in den Bau gelassen. Das ist eine feine Sache, ne? Das Problem ist halt, ich glaube, die heizen mit kalte mit nasse Holz geschnetzelten. Ah, da ist noch ein Stück Bild. Oh, ein fertiges Bild. Scheiße. Ne, ich hab links oben angefangen. Vielleicht geht's im Uhrzeigersinn. Aha. Ja, die. Der Blick, mit dem er mich neulich angesehen hat. Dieser erbärmliche, schmerzvolle Blick. Eine Mischung aus Scham, Schuld und Abscheu. Mir ist klar geworden, dass ich in den Augen meines Mannes ein Monster geworden bin. Es fühlt sich an wie etwas, das eine Frau niemals mitmachen sollte. Dennoch,
Als die gute Ehefrau, die ich bin, habe ich mich dazu entschlossen, die Fantasie meines Ehemannes wahr werden zu lassen. Oh. Wenn er denkt, ich sei ein Monster, werde ich diese Rolle verdammt nochmal ausfüllen. How can two people, lass uns mal, who once loved each other so fully, so profoundly, drift so far apart? Ja, die haben sich so Holzschnipsel irgendwas in den Bauch gelöst. Das ist alles Schulgebäude, ne? Slithers und das Ding ist halt, study, ich glaube, das ist Klasse-Holzschnipsel sind, oder was? Ey, die ganze Dell, also die ganze Stroß ist jetzt nicht dick zugenebelt, tell, aber es riecht halt immer wie Grill. The look he gave me the other day. That pathetic, hurtful look. A combination of shame, guilt and repulsion. Es riecht halt immer wie Grill. Und das Krasse ist, I've come to realize that I've become a monster in my husband's eyes. It feels like nothing a woman should ever experience. Still, being the good wife that I am, I decided to realize my husband's fantasy. If he thinks me a monster, I will sure as hell act the part. Keine Ahnung. Ich kann keine Musik lesen. Ja, nice Bild. Ja, das Ding halt auch noch ist. Oh, sind da so Fußspuren? Wir haben August. Es sind im Moment, es ist 13 Uhr, wir haben 28 Grad draus. Und bei denen kommt Qualm aus dem Schornstein. Ich schätze mal, dass dies halt an dem verheißt Wasser oder was weiß ich was. Also, dass das Ding dauernd laufen muss. Komplett durch. Und es riecht halt immer nur Holz. Holzkohlegrill oder irgendwie sowas. Und das wäre, also, da ist eh schon ein bisschen, ich habe Mädelallergie zum Beispiel. Und halt so ein bisschen, ja genau, so ein bisschen Asthma, so, welche der Scheiße. Aber eigentlich nur welche Mädelallergie. Aber das lädt sich wohl halt da drauf und ist jetzt nicht so geil, ne? Ich weiß nicht, vielleicht leid es aber nur Dotra, dass es gerade so extrem ist. Weil es halt so drucke und warm ist gerade raus. Naja. Was haben wir dann hier? Schön. Was hat denn der da im Bauch, der Engel? Na, das ist glaube ich kein Engel. Oder huckt der auf irgendwas drauf? Das sieht nicht so gesund aus, das Bild. Noch in der muss er freier stechen will. Okay. Watch him drown. Okay. Wenn du das sagst, dann guck mal, oder wie so Hai, gell? Also, du auch. Oder? Ui, ist nicht so schön. Ja. So, nun gleicht das hier. Das ist wieder Mausefall, ne. Sandwich, auch nicht. Oder leider wieder was, zack, schnell nehmen. Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr, wir möchten Sie höflich, jedoch auf strengstens dazu anhalten, Ihre Stimmen während der Nacht zu zügeln. Ihre ehelichen Probleme sind, obwohl höchst unerfreulich, eine private Angelegenheit und sollten dies auch bleiben. Sie gehen uns und vor allem unsere Kinder sicher nichts an. Bitte ziehen Sie in Erwägung, dass nicht jeder hier ein freischaffender Künstler ist. Einige von uns müssen früh aufstehen und für ihren Lebensunterhalt arbeiten gehen. Wir brauchen unseren Schlaf. Zudem müssen wir Sie warnen. Sollte es so weitergehen wie bisher, sehen wir uns dazu gezwungen, die Polizei zu rufen. Hochachtungsvoll, Ihre äußerst müden Nachbarn. Ja, also nicht lustig. Die haben sich nachts gestritt und Scheißdreck. Ich will gar nicht wissen, so was ist das, so eine Tür zu. Die dir wird wahrscheinlich auch zu sind. Steht da? Mein Zuhause ist mein Schloss. Eingeschlossen bin ich sicher. My home is my castle. Locked inside, I am safe. Das ist die Handschrift von einem Kind. Okay. Ja, die Kette dort rumkriegt, ja? Hat gerade wieder gefallen. Ja, hopp. Oh, das ist eigentlich hübsch gemacht. Das ist so, also eigentlich ist es schon cool, weißt du, die Bilder so als,
als als Kunstobjekt sowas, welche? Also nicht einfach ein Bild, sondern ein bisschen was drumherum so. Okay, wie sie die Mikke da hingekriegt hat, das ist schon cool. Pilze. Voll geil so, weißt du? Okay. Oh, das ist Schlank. Ja, aber die Made müsste jetzt halt nett sein. Also das ist schon. Das ist schon ziemlich eklig. Ich habe mal meiner Freundin die Angst vor Made genommen. Also nicht, dass sie jetzt hier Made, aber was so macht. Made sind ja nur so eklig, weil guck mal, wie die sich bewegen. So. Da krabbeln sie so madig da rum. Außerdem mache Made mal dick. Jetzt stelle ich mal einfach vor, dass Made sich nicht so fortbewegen würde, sondern die würde quasi. Die würde quasi sich auf eine Seite stellen, also dass sie so länglich stehe, wie so auf Streichhölzl stehe quasi, und dann würden sie immer so hüpf, hüpf, also so aufrecht hüpfend sich fortbewegen. Dann wären sie irgendwie schon wieder voll nimm so eklig, oder? Nur weil sie halt hüpfen. Ja. So. Verstehen, was ich sagen will. Es leidet nur daran, dass diese sich so eklig fortbewegen. Wenn die hüpfen würde und lustig sich bewegen würde, dann wären sie gar nicht mehr so eklig. Abgesehen davon, dass sie halt immer noch eklig sind. So, okay, was ist so aus? Dreck, ja, aber kann ich trotzdem das Fenster zumachen? Denk doch an Deppisch. Ja, ich hab mir gemacht, Deppisch. So feuert meine Leidenschaft. Ich weiß nicht. Erkehrt's? Was befeuert denn deine Leidenschaft? Hass? Oder so? Okay. Schau, dann bin ich jetzt wieder zu, ja? Was befeuert meine Leidenschaft? Das weiß ich schon nicht. Ah, er dreht sich im Kreis. Ah, da irgendwann ist wieder so ein Mol. Dingsbums. Stop. Ah, das ist wirklich das Fenster. Ne? Da vorne hat noch was um den Tisch gestanden. Ne, ich meine, ich kann mir jetzt eh nichts anderes machen, außer dort hingehen. So. Pump. Alles klar. Ah, jetzt aber. Das ist halt voll. Das hat voll nicht durchgestanden und das da auch nicht. Klar. Okay, bei dem bin ich nicht sicher. Aber da hat kein so Holzeisenbahnen. So. Blumenvasen so. Und das hat auch nicht durchgestanden. Das hat ewig gestanden. Da war die Staffelei. Also. Ja, dann. Ja, was macht's dann jetzt? Jetzt sagen wir es doch, ich weiß es halt nicht, ich bin ein bisschen dumm. Aha. Oh, irgend so Fläschel habe ich gerade genommen. Gibt's eigentlich Inventar? Das befeuert man. Hä? Das war doch aber eine ganz andere Flasche. Ah, ich kann doch auswechseln. Guck, was befeuert meine Leidenschaft? Und jetzt hast du die Wahl zwischen. Ich weiß nicht mal, was das doch ist. Was soll denn das sein? Oder Demdo? Also, das ist Wein oder irgend so. Böse halt, ne? Aber was ist das? Geh mal weg, du. Geh doch mal weg. Ich will dich näher betrachten. Was soll das sein, so? Rosewasser oder wie? Ich hab keine Ahnung, was das da sein soll. So, was befeuert jetzt eigentlich meine Leidenschaft? Ich muss es jetzt also quasi aussuchen. Ich kann nur eins mitnehmen. Ippe, dippe, dapp und du mich ab. Ab, mi, nu, nu, lange, lange, nie. Ja, mi, mi, al, nu, mi. 2, 1, 2. Das da befeuert meine Leidenschaft. Ah ne, eben nicht. Jetzt habe ich ja doch den Wein. Oder ist das halt mehr so sinnbildlich für. Mit was komme ich in Wallung, Kollege?
Muss ich mal Mut aussaufen oder ist es, und das ist halt definitiv so ein Ding von der Frau irgendwie. Ja, ich weiß nicht, eigentlich finde ich ja die Frau eigentlich recht in Ordnung, oder? Ich hab's halt noch nicht gesehen, ja, doch, aber eigentlich hätte ich doch gesagt, dass die voll hübsch ist. Komm, ich nehme die Frau. So. Jetzt noch mal, kann ich jetzt nochmal das andere nehmen oder was? Da muss ich da jetzt draufstellen. Also Wein, Paprikapulver, keine Ahnung, was das andere ist. Haben wir jetzt so theatralisch dumm, ne? Oh! Das war aber eine Weile an, okay. Was ist das? So, gehen wir halt spazieren, ne? Ist schon wieder so. Ach, kann das Sinn, dass diese Waage da darstellt, dass mir was gewählt haben halt. Und immer, wenn wir was gewählt haben, und dann sieht man das. Und jetzt habe ich gerade. Ich weiß nicht, ist das immer dasselbe Zeichen oder soll das jetzt halt heißen, dass man jetzt rechts gewählt hat? Vorhin bin ich zum Beispiel nur rechts gegangen, da habe ich grün gewählt. Grün wie die Farbe ihrer Augen und nicht rot wie die Farbe vom Mola halt. Und dann habe ich halt grün gewählt, wobei rot eigentlich meine Lieblingsfarbe ist. Aber ich weiß gar nicht, ich bin halt einfach nur rechts gelaufen. Seltsam eigentlich. Ah, ja, stimmt, weil die Schaukelstuhlkarte, der grüne Schaukelstuhl. Schaukelstuhl ist besser wie roter Hocker. Ja, und jetzt habe ich halt hoch einfach mal die Frage, weil jetzt geht's halt wieder nur rechts. Ist das jetzt ein Zeichen, dass rechts quasi, dass du dich für die Frau entscheidest? Und nicht für dich selbst? Oder so? Oh, ich bin woanders. Und die ist wieder zu. Ah, geil, da ist noch ganz frisch. Der ist wirklich noch frisch. Ist wirklich noch frischer Fisch hier. Was bist du da für einer? Ist das wie hieße die aus der Bibel da? Der Große und der Kleine. David und Goliath. Ist das David und Goliath oder wie? Ja. Oh. Ah, er lebt da noch. Oh, Fisch in die Schublade gelegt. I hated it. Always felt as if it wasn't my hand that wrote the letters when using it. Ja, okay. Wie gesagt. Klar. Ah, ja. Da steht noch was. Nee. Es tut mir leid wegen gestern, du hattest recht, ich habe überreagiert. Es ist nur so, I'm sorry for das hatte man doch yesterday. schon. You were right. I Das overreacted. hatte man doch schon, das war das It's schon nicht just that perfekt. this. Hä, der schreibt da zweimal dasselbe Zettel. Junge, kann ich nicht machen, die merkt es, ne? Wenn du da zweimal dasselbe schreibst. Bin jetzt schon wieder so Klorollerhalter. Was ist das? Klorollerhalter, wenn ich jetzt kein Buttplug mehr dabei. Ah, oh, da, das Lichtschalter. Ah, sieht schon besser aus. Ja, ich weiß, dass du rechts, dass ich da wohl hingehen kann. Ja, hier war ich ja wie ein Fisch aus dem Wasser. Tun er sogar. Ist das ein Otter oder ist das ein Seehund? Der hat, glaube ich, richtig fies. Alles ist egal, schwimmt im Wasser. Alles weg. Was? Die Oma tut gerade Bade, scheißegal, die kommt da halt zu. So, jetzt gucken wir mal da ohne hier. Das war jetzt ein Verstrich. Dusch mir jetzt aber nicht irgendwie wieder in den Nacken kotzen wie vorhin, weil die mich aber wieder in den Keller. In den Keller in Zaubersch. Dann werde ich aber böse, ne? Jawohl. Aber ich hätte schon wieder scheißregende Nagawal-Kriegt. Du blöde Sau, hey. Oh, jetzt kann ich das auch nicht mehr. Jetzt nicht in den Keller, gell?
ein einst großer Künstler, neues Bild von unleserlich aus Galerien herausgelacht. Naja, nee, das ist viel Text. Wovon wir heute Zeugen wurden, obwohl gänzlich ohne Wert, um es einmal künstlerisch auszudrücken, mag dennoch eine unbezahlbare Fallstudie für Psychologen sein. Diese harschen Worte kamen von niemand geringeren als Jason Hume. Der bekannte Kritiker war einer der ersten, der die Werke von zu schätzen wusste und dessen Lob einst zum spektakulären Durchbruch des Künstlers beigetragen hat. Danach gefragt, ob solch brutale Kritik, besonders angesichts der jüngsten tragischen Ereignisse, denn angemessen sei, antwortete Hughes: "You? Als Kritiker ist es unsere Pflicht, Kunst zu kritisieren, ohne dabei den Künstler zu bewerten. Der Mann hat in letzter Zeit viel durchmachen müssen und er hat dafür offensichtlich einen hohen Preis zahlen müssen. Dennoch würden wir schweigen und gäben wir auch nur andeutungsweise zu verstehen, dass dies auch nur im Entferntesten akzeptabel sei, würden wir dem Künstler damit keinen Gefallen tun." Andere Kritiker waren kaum nachsichtiger als der. Komm. Mach mich in den Keller. Ich hab's verdient. Ich kann's nicht mehr. Ich hab's nicht mehr drauf. Ich hab mein Mojo verloren. Ja. Fällt immer noch so. Nö. Scheinbar nicht. Wollte gerade sagen, mir fällt immer noch so ein Bild. Fetze da. Das nervt mich halt, wenn da unten im Eck irgendwie so ein Overlay irgendwie ist, das vorher nicht da war und dann nicht weggeht. Ganz schlimm. Oh, da ist wieder. Ist das wieder so ein Zahle-Ding? Okay, was haben wir dann Feines? The thought alone that the most beautiful piece of art doesn't have my name on it is killing me. So, will you marry me? Mein lieber Mann, der alte Charmeur, hey, also. Das ist schon. Das war nur ein Heiratsantrag, hey, das war schön, ja. Überschrift: Kunst in perfekter Vereinigung verbunden. Entgegen seiner ansonsten eher konservativen Einstellung veranstaltete Thomas Caldwell in seiner Galerie eine unerwartet experimentierfreudige und somit überaus außergewöhnliche Eröffnungsfeier. Das ist ein wunderbarer Tag für mich und meine Frau, sagte in seiner Eröffnungsrede. Für uns ist das hier nicht nur eine Ausstellung, es ist, wie wir unser Leben leben wollen. Musik begleitete meine Gemälde ganz so, wie sie mich in Zukunft begleiten wird. Gerüchten zufolge wurde nach der Ausstellung eine Art Vereinbarung zwischen Thomas Caldwell und getroffen. Aha, also die Frau ist die Musikerin. Okay. Bist du? Berst. Ein Berst ohne Hut. Wie viele Brille hat denn der? Also das Buch und die Brille haben wir jetzt auch schon drei Mogesi oder so. Aller gut, dann. Ist das ein Killer oder was? Geh ich jetzt wieder zu? Nein, bleib ich. Ich kann doch mal zumachen. Oh. Ich muss Licht anmachen, ne? Kann ich das Licht wieder ausmachen? Ja. Okay. I have a responsibility. Finish it! Ey, da wird halt dauernd gesagt, soll ich dich halt in Acht vor ihr nehmen und sowas. Ich hab halt so die Vermutung, die educated guess, dass es doch Fluchtsequenzen gibt. Moment, ich muss mal noch ein bisschen husten. Ja, dass es da halt Fluchtsequenzen gibt und die ist deshalb educated guess, weil, ja, also quasi, hat schon gesagt, dass es da, ich habe ja kurz in das Stream hingeguckt, die war doch schon weiter wie ich, da hat's, ich weiß nicht, hat es so richtig Fluchtsequenz gibt, sie hat auf alle Fälle mit ihrer Lampe irgendeine in Brand gesetzt, andauernd, im Stick. Stay away, watch out, she's close. Ja, ihr wisst ja, ne? Fluchtsequenzen. Hasse ich schon wie die Pest. Das ist wieder so ein Madebild. Boah, ey. Da wird's mal ganz. Oh, das Bild selber haben wir schon öfters gesehen, aber da war nicht so viel Made dran. Wahrscheinlich was ganz Ekliges sah. Denke mal über das Wort Tomate Magno. Tomate. Okay, dann find's halt nur ich lustig.
Ist mir doch egal. Ich kann auch allein laden, das ist die Lampe. Oder hin war aber was zum Gucken. Das ist zum Regen. So. Blöde Delle. Was geht denn ab, Mädel? Bist du dumm? Komm, ich tröste dich. Nee, ich tröste dich nicht. Ich mag das nicht. Nicht weinen. Nicht weinen. Ich hab's da auseinander geschoben. Ich hab's nicht zusammen geschoben. War nicht meine Schuld. Kann ich nichts davor, das ich weiß. Ja, hopp. Dann lass ich dich mal allein mit deiner Trauer. Vielleicht das Beste, ne? Tschüss. Zack. Oh, ich kann das nicht mit Asen hier, wann du so heilst. Ich mach die dir zu. Ja, heil mal ein bisschen leiser. Ich hab hier Arbeit zu tun. Linen, do? Anyone can paint on a linen canvas. I am not anyone. Was ist jetzt wieder los? Ich werde sie immer noch heilen. Kann ich das Messer da jetzt nehmen? Ey, war das Messer, wo du drin gestockt hat? Scheint so, ne? Und jetzt? Ey, das kenne ich noch. Das war schon... Alter, der ist ein Spiel, war das Arsch. Das ist gut. Wo kommt denn die Hände mal her? Die haben schon nicht gesiegt. Ja, die heilt immer noch. Ich ah, jetzt muss doch stinken, wie es aber jetzt ist das Licht aus. Mädel, ich komm da klein hin. Hör mal auf, so rumzublärren. Gibt's irgendwie nichts zu holen? Vielleicht besser so. Die hockt noch da innen und Udo. First, I looked for a canvas. Not just any canvas. I had to find a knife. Not one of those bread ones. It needed to be as sharp as a razor. So I used a razor, in fact, and then carefully flayed the skin. Booze helped keep my hand steady. Haben. Nein, es ist selbe wie vorhin. War doch schon immer 50 Lufterfrischer drauf gestanden. Warum heil die immer noch? Scheiße nimm. Gut. Dann hat sich das wieder erledigt. Alles wieder im Lot. Wer hat dann doch gebackt? Und das ist das Beere. Oder Haseköttel. Oder leid noch was? Ne, das ist, haben wir glaube ich schon, das war das mit dem Essen, oder? Ja, also mit dem Essen. Okay. Dann. Na, siehste, da, hier. Guck mal her. Hier kenne ich mich wieder aus. Alles klärchen. So. Ich bin Uge. Ist alles rattesicher. Ach, guck mal! Jetzt ist das Bild unten rechts verschwunden. Seit wann ist das verschwunden? Erst seit einer Weile da? Schon länger jetzt, oder? Das ist das Bild, wo wir gefunden haben, ne? Also, ich kann mich zumindest ob an das Thermische, erinnere. Und an die Aubergine, ne? Ja, okay. Dann. Naja, das hat man auch schon. Ja, okay. Hier hatte man schon so ziemlich alles. Nee, nichts ist der Eingangsbereich mit Pinkel, Kind. Ja? Soll mal die Folge beendet sein, mal her. Knappe Stunde. Ja, ist gut gelaufen, ne? Gehen wir mal hin. Jetzt speichert. Ab zu. Ich hab zu schaffen. Und diesmal mache ich es nämlich richtig, ne? Oh.
Vergangenheit holt mich ein. Laut Musik. Oh, steht jetzt nein. Oh, die Spiegel ist zu. No, this is private. Was ist das denn? Das ist auch neu. Was ist denn das? Aschebecher oder was? Eierhalter. Keine Ahnung. Eierbecher. I had the most beautiful dream last. Ja, du rufst mir wieder ins Ohr zu stöhnen. Was ist das? Ach, das sind die Fotos, wo ich da... Das sind die Sachen, wo ich ihnen gesagt habe unterwegs. Okay. Und schon so. Brauchen wir nix. Ne, das hatte man schon. Oh. Ach, ja. So, ja. Hass. Selbst jetzt verloren, du verdienst das Beende. Ah ja, okay. Ich gehe mal davon aus, dass es noch ein ganzer Brief wird. Und die rechtlichen Dinge dann dazukommen. Und nochmal die Schränke abklappen. Na komm. Also nix, ne? Geht der Spiegel ist noch so. Oh, der Stuhl ist auch weg. Das war nicht nur so ein Hocker, das war schon ein richtiger Stuhl, wo du war. Okay. Dann würde ich mal vorschlagen. Dann tun wir jetzt mal das Bild da ein bisschen fertiger machen. Weil dort drauf geht es nämlich hinaus, genau. Sobald man das dann fertig gemacht hat, tut es nämlich abspeichere. Und dann tun wir da diese Sendung hier beende. Das ist eine gute Idee. So machen wir das. Also, dann tun wir jetzt das Bild ein bisschen hübscher machen. Und wenn das gemacht ist, sage ich jetzt schon mal von vornherein sage ich doch schon mal Tschüss. Weil ich werde noch nicht mehr viel weiter reden. Das hören wir uns dann morgen. Weiter, wie es dann weitergeht. Ja, ich muss jetzt auf Fähre da. Alles klar, ich krieg nur da aufs Knäppchen. Das falsche Knäppchen. Ah, das Knäppchen. Schwingende Benzel, Junge. Hab ich einen Tschüss gesagt, ja? Zack, so holt man. Ah, okay, da muss ich jetzt doch noch was dazu sagen. Was sind denn das für komische, hässliche Flamingo-Stingo? Die sind schon nicht so hübsch, ne? Okay. Gleich mal ein Screenshot davon. Aller gut, dann hopp ihr Leid. Bis morgen. Morgen geht's dann weiter mit hässlich rote Flamingos. Tschö.